Und jetzt, Anno Penis. Heute, das Fest der Hiebe. Weihnachtsstress. Oh, du wunderschöne Weihnachtszeit. So oder so ähnlich klingt es durch die Einkaufspassagen, über die Weihnachtsmärkte oder in der Heimchenstube, weil irgendjemand einen Datenträger mit saisonal abgestimmten Liedern in das Abspielgerät gewuchtet hat, um sich selbst und andere in Weihnachtsstimmung zu bringen. Weihnachtslieder, das sind Texte aus dem Reimlexikon für Grundschüler unter Beimischung von penetranten Glockengeläute oder einem Posaunenchor. Schade nur, dass die dort besungene Harmonie sich dann nicht auf die Menschheit legen will. Ist diese doch zu sehr damit beschäftigt, noch am 23. Dezember das richtige Geschenk für ihre Lieben zu finden oder sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen? Denn Weihnachten bedeutet vor allem eins: Stress. Die Wohnstätte will geschmückt sein, im Altersheim zwischengelagerte Verwandte abgeholt werden, ein Festmahl von dem Ausmaß spätrömischer Dekadenz zubereitet, in den Gottesdienst gegangen, weil das ja irgendwie dazugehört und man unter dem Jahr sonst nicht dazu kommt, Geschenke prächtig verpackt und die Plätzchen backen sich auch nicht von alleine. Was nun folgt, ist ein 3-Tages-Fressgelage und Dauerbeschenkungsmarathon unter wechselnd geschmückten Tannenbäumen mit Gesangseinlage, an dessen Ende erst einmal die chronische Erschöpfung auskuriert werden muss, bevor so etwas wie Ruhe einkehren kann. Zum Glück bleiben dazu dann ja noch 361 Tage, bevor diese Murmeltiernummer wieder von vorne losgeht. Und vorher ist ja auch noch Silvester. Da kann man sich die Birne dann dermaßen abschießen, dass man schon am 1.1. nicht mehr weiß, wie toll die Zeit um Weihnachten auch in diesem Jahr doch wieder war. In diesem Sinne, rohes Fest. Augen zu und durch.